CEC-Familien, schön, dass ihr auch heute wieder einschaltet. Es ist Mittwoch, die Sonne scheint, also geht spazieren in euren Garten und nutzt das schöne Wetter aus. Ich habe euch heute ein Lied vorbereitet aus unserem Singkreis, und zwar Piff, Paff, Puff. Aber vorher gibt es für die Eltern wieder einen ganz kleinen Theorieblock zum Thema Mehrsprachigkeit. Wie immer am Anfang desinfiziere ich mir kurz die Hände. Wenn du an dieser Stelle bist, mach doch einen kurzen Stopp in deinem Video. Geh ans Waschbecken und wasche die Hände mit Aramsamsam. Das ist in diesen Zeiten einfach nach wie vor das Allerwichtigste. Viele Eltern kommen zu uns ins CEC, die einen mehrsprachigen Hintergrund haben. Entweder, weil sie gerade erst nach Deutschland gekommen sind oder weil sie selber zweisprachig oder mehrsprachig aufgewachsen sind. Und unsere Botschaft ist immer ganz wichtig, grundsätzlich gesehen, auch hörgeschädigte Kinder können mehrsprachig aufwachsen. Gerade bei der frühen Versorgung, die wir zum Glück in Deutschland haben, seitdem es das Neugeborenen-Hörscreening gibt, sorgt dafür, dass Kinder einfach sehr früh implantiert werden, deswegen auch sehr schnell sehr gut hören und dann auch in beiden Sprachen einfach gut aufwachsen können und ihre Fortschritte machen. Was ist aber wichtig, wenn ich mein Kind mehrsprachig aufwachsen sehen möchte bzw. meinem Kind meine Muttersprache näher bringen will? Am allerwichtigsten ist, dass sie sich als erstes darüber Gedanken machen, welche Sprache sprechen sie. Wenn Sie die deutsche Sprache noch nicht so gut beherrschen, weil es für Sie eine Fremdsprache ist und Sie die auch gerade erst lernen, ist es keine gute Idee, sein Kind in der deutschen Sprache aufzuziehen. Denn wenn Sie zum Beispiel dem Kind sagen, guck mal, das ist die Apfel, wird das Kind sich die Apfel als falschen Artikel immer merken. Ja? Das heißt, wenn Ihr Deutsch noch nicht so gut ist, dann ist es ratsam, wenn Sie in Ihrer Muttersprache bleiben, da Sie dem Kind sonst auch Ihre Fehler weitergeben. Wenn Sie Deutsch genauso gut beherrschen wie die andere Sprache, die Sie sprechen, ist die Frage, was ist denn Ihre Herzenssprache? Und das merken Sie meistens daran, wenn Sie emotional werden, wenn Sie schimpfen oder wenn Sie ganz liebevoll sind. In welcher Sprache reden Sie dann? Meistens ist das dann Ihre Muttersprache. Und Ihr Kind möchte natürlich auch diese Emotionen dieser Sprache erfahren und erfassen können. Und das geht in der Muttersprache einfach am besten. Und viele Eltern, die zweisprachig aufgewachsen sind, möchten einfach auch wirklich, dass diese zweite Sprache auch an ihr Kind weitergegeben wird. Und das ist möglich. Wenn Sie sich entschieden haben, welche Sprache Sie sprechen, Deutsch oder eine andere Sprache, dann ist die Frage, wie geht es jetzt weiter? Am allerwichtigsten ist, dass die Sprachen für das Kind gut getrennt sind. Das geht zum einen an verschiedenen Orten. Das heißt, man sagt, okay, zu Hause wird nur Russisch gesprochen, nur Englisch gesprochen. Und am Förderort, also Schule, Kindergarten, Krippe, was auch immer, wird dann die deutsche Sprache beigebracht. Das geht. Oder Sie können das auch in den Personen trennen. Aber warum das so wichtig ist, das möchte ich Ihnen kurz an einem praktischen Beispiel erläutern. Wenn Sie Ihr Kind Englisch und Deutsch erziehen wollen, ich nehme jetzt mal diese beiden Sprachen, weil das die einzigen sind, die ich gut beherrsche, dann soll das Kind ja auf Deutsch lernen, das ist die Flasche, und auf Englisch soll es lernen, das ist Bottle a bottle. Und jetzt ist die Frage, wenn Mama sagt, guck mal, das ist die Flasche, und dann sagt Mama beim nächsten Mal, oh, look, the bottle, und dann sagt Mama wieder, guck mal, die Flasche, und dann sagt sie wieder, look, the bottle, dann ist das Kind total verwirrt, denn es hat gelernt, oh, ja, Mama sagt Flasche. Und dann beim nächsten Mal erwartet das Kind, Mama sagt Flasche, aber Mama sagt gar nicht Flasche, Mama sagt Bottle. Okay, das heißt dann wohl Bottle. Dann sagt Mama wieder, guck mal, das ist die Flasche. Und das Kind denkt sich, hat doch Mama gerade Bottle gesagt, jetzt sagt sie Flasche. Das ist aber komisch. Und sie merken, das Kind braucht total lange, um zu verstehen, was ist das eigentlich? Und wie heißt das? Und auch die Satzstrukturen sind ja völlig unterschiedlich im Englischen und im Deutschen. Und auch da kommt das Kind völlig durcheinander. Anders ist es, wenn Mama sagt, guck mal, die Flasche. Und Papa sagt, look, the bottle. Denn dann kann das Kind lernen, ha, Mama sagt immer Flasche dazu und Papa sagt immer Bottle dazu. Und so ist es für das Kind möglich zu lernen, dieses Wort oder dieser Gegenstand hat zwei verschiedene Begrifflichkeiten. Und das geht in dem Kindergarten genauso. Das heißt, wenn Sie zu Hause nur über the bottle reden und im Kindergarten geht es dann um die Flasche, merkt das Kind, oh, im Kindergarten sagen wir was anderes dazu. Aber dadurch, dass die Sprachen gut getrennt werden, kann das Gehirn des Kindes gut unterscheiden, in welcher Sprache bin ich gerade. Das kann vorübergehend mal dazu führen, dass Kinder auch so ein Mischmasch sprechen. Wir nennen das in der Fachsprache Code Switching.
Das ist aber auch in der normalen Entwicklung völlig in Ordnung, weil die Kinder einfach dann auch selber diese Sprachen trennen müssen. Aber sie helfen ihrem Kind, indem sie einfach konsequent trennen. Es ist dann auch wichtig, dass sie ihrem Kind qualifizierten Input geben. Das heißt, wenn sie wollen, dass ihr Kind ihre Muttersprache erlernt, müssen sie natürlich viel mit ihrem Kind reden, spielen, Bücher angucken, weil das Kind ja im Förderort, also im Kindergarten oder in der Schule, dann nur Deutsch lernt. Das heißt, wenn sie ihre Muttersprache näher bringen wollen, dann müssen sie ganz viel investieren, mit dem Kind Zeit verbringen, um das auch hier zu schaffen, aber dann ist das ohne weiteres möglich. Das heißt, wir machen den Mut, bleiben Sie in Ihrer Muttersprache, probieren Sie das aus und gerade wenn Sie deutsche Sprache noch nicht so gut beherrschen, ist uns ganz wichtig, bringen Sie dem Kind nicht die falschen Sachen bei. Es ist für die normale Sprachentwicklung völlig ausreichend, wenn ein Kind mit dem zweiten bzw. dritten Lebensjahr in den Kindergarten kommt und dort auch nur an einem Vormittag Deutsch lernt. Wir empfehlen schon, gerade weil die Hörgeschichtenkinder ja auch ein bisschen verzögert sind, dass man das Kind recht früh mit der deutschen Sprache in Kontakt bringt, also recht früh in den Kindergarten gibt und auch vielleicht etwas länger von der Zeit her, dass er mal die Chance bekommt, dort auch Deutsch zu lernen. Aber das kann man dann gemeinsam in der Therapie auch individuell besprechen. Okay, das war unser Ausflug in die Mehrsprachigkeit. Jetzt höre ich aber auf mit der Theorie, denn jetzt wollen wir singen zusammen und zwar Piff, Paff, Puff. Los geht's! Mit Fingerchen, flacher Hand, mit Fäusten, mit Ellenbogen, klatsch, klatsch, klatsch. Leg die Hände auf den Kopf, forme einen Blumentopf, mach dir eine kleine Brille, sei danach ein bisschen stille. Wir schießen mit Melonen, mit Erbsen und Zitronen. Piff, paff, puff. Piff, paff, puff. Das machen wir gleich nochmal. Mit Fingerchen, flacher Hand. Mit Fäusten, mit Ellenbogen. Klatsch, klatsch, klatsch. Leg die Hände auf den Kopf. Forme einen Blumentopf. Mach dir eine kleine Brille, sei danach ein bisschen stille. Psch. Wir schießen mit Melonen, mit Erbsen und Zitronen. Piff, paff, puff. Piff, paff, puff. Okay, ich hoffe, ihr habt mit ganz viel Melonen und Zitronen geschossen und hattet ein bisschen Spaß. Morgen sehen wir uns wieder. Ich möchte euch gern zeigen, wie wir zu Hause oder wie ihr zu Hause ganz einfach Knete selber machen könnt. Ich freue mich auf euch. Bis morgen. Tschüss.